Es ist das längste Schwimmevent Berlins. Beim 24-Stunden-Schwimmen der Berliner Wasserratten gehen die unterschiedlichsten Teilnehmer an den Start. Darunter auch Extremsportler Cedric Mayet. Sonst im Ironman unterwegs, hat er heute ganz besondere Pläne. Ja, mal sehen. Ich denke, immer 5000 schwimmen und dann Pause machen. Und mal sehen, das Minimum sind 25 Kilometer, aber ich denke, dass deutlich mehr zu reißen ist, ja. Ob der deutsch-französische Berufsfeuerwehrmann aus Berlin die Nacht gut übersteht? Dazu später mehr. Denn neben Cedric Mayet sind auch viele Schwimmstaffeln unterwegs. Ein besonderer Moment liefert dabei das Gespann rund um Jana Müller. Sie will mit ihrem Team die 10.000 Meter Marke knacken. Also wir hatten einfach die Idee, wir kommen aus einem Triathlonverein, aus dem A3K Berlin und sind alle ein bisschen verrückt und lieben die Herausforderung und haben uns gedacht, einmal in der Saison wollen wir die 100 mal 100 schwimmen. Das ist ein Klassiker unter den Schwimmern. Und da haben wir uns gedacht, wir gehen das mal gemeinsam an und ich habe einfach gefragt, wer hat Lust im Rahmen des 24-Stunden-Schwimmens. Das Highlight neben dem 24-Stunden-Schwimmen sind die Schnuppertauchkurse der Berliner Wasserratten. Unter Anleitung erfahrener Taucher geht es hier in die Tiefe. Am Grund des Schwimmerbeckens werden hier lustige Momente geteilt und die Liebe für diesen besonderen Sport geweckt. Und wir bieten allen, die mal Interesse haben, die Welt unter Wasser zu erkunden, mal dieses schwerelose Schweben zu erleben, eine kleine Einführung an. So zeigt sich das 24-Stunden-Schwimmen in seiner großen Vielseitigkeit. Und Cedric Mayet? Der schwimmt unaufhaltsam durch die Nacht, um am nächsten Tag nach über 17 Stunden und 28 Kilometern erschöpft, aber glücklich aus dem Becken zu steigen. Das 24-Stunden-Rennen ist damit auch in diesem Jahr in vielen Bereichen ein Highlight der Extremen. Der Hauptstadt Sport TV, wir sind sportlich.